Bonjour Leute, willkommen retour im nächsten Part. Ja, letzte Partie war etwas bitter. Wir haben gegen eine intelligent spielende Mannschaft vom FC Tour verloren, sind damit ja zumindest Punkte gleich noch auf Platz 2. Also ja, zwischen 2 und 5 ist sehr, sehr eng. Gut, wir sind auch sehr früh in der Saison, also da ist alles noch relativ knapp hier. Ja, enttäuscht auf jeden Fall, aber sie haben es einfach clever gespielt. Im Nachhinein hätte ich mir denken können, ich hätte das Spiel noch breit machen müssen, damit wir da einfach ein bisschen mehr Platz bekommen. Und ja, ich weiß nicht, viel was anderes hätte ich jetzt ehrlich gesagt im Nachhinein auch nicht gemacht. Sie haben es einfach clever gespielt. Schade, dass es nicht geklappt hat. Und jetzt geht es gleich weiter. Gibt ja einen ziemlichen Dämpfer, wie es hier auch schön gesagt wird. Und die nächste Partie gegen Racing Straßburg wird natürlich auch nicht gerade einfach. Halen wird ausfallen, der gesperrt ist. Dann warten wir noch ab, ob Rüff nicht vielleicht wieder fit sein wird bis dahin. 11 Tage haben wir noch Zeit und in, also ich habe vergessen auf den Bildschirm zu schalten, sorry. Und in ja, 2 Tagen kann der wieder ins Training einsteigen. Halen und Kané, beide mit Gelber natürlich. So, Alex, ignorieren wir mal. Raum für Verbesserung, ja, Chad Evans, den haben sie gut aus der Partie genommen, nur eine Chance insgesamt. Lalkovic, den scouten wir mal. Ja, schade. Evans ist jetzt beim Länderspiel, was richtig cool ist, dass wir da einen Nationalspieler von einer wirklich starken Nationalelf haben. Und ja, ich hoffe, dass Rüff jetzt bald wieder wirklich gut einsteigt in das ganze. Straßburg hat 1-0 verloren die letzte Partie. Ballbesitz und Chancen waren ziemlich ausgeglichen. Spielen scheinbar in einem 4-2-3-1-System. Ja, sonst gibt es nicht viele aufregende Sachen zu sagen, muss ich sagen. Nicht so spannend. Die wirklich spannendere Einschätzung, die bekommen wir dann ja noch kurz vor der Partie. So, jetzt muss ich das ein bisschen weiter wegtun. Ich habe nämlich gerade mit dem Matthias aufgenommen. Da waren noch die Wimpel von Milan und Inter. 12 neue E-Mails. Saint-Ruf steigt wieder voll ins Training ein. Gut, Touré verletzt, 9 bis 11 Tage. Und dann haben wir hier ein bisschen ein Scouting abgeschlossen. Ja, der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ist ein guter. Brauchen jetzt momentan niemanden für die Innenverteidigung, aber wir haben ihn auf jeden Fall mal notiert und kennen jetzt ein bisschen was über ihn. Ich lasse das jetzt alles mal, weil wir momentan eh nicht wirklich vorhaben, jemanden zu holen. Diakité, der ist natürlich stark. Aber auch nicht mehr der Jüngste. Gut, und dann schauen wir einfach mal, wie sich es entwickelt. Hier spielt dann die Reserve. Das heißt, da können wir dann schauen, ob wir Rüff schon zur Verfügung stellen können oder nicht. Ist einfach die Frage, was da unsere medizinische Abteilung sagt, ob das sinnvoll ist oder nicht. Steht auf jeden Fall, dass er Spielpraxis benötigt und wir bekommen anscheinend keine Benachrichtigung von der medizinischen Abteilung, wenn es kein Pflichtspiel ist. Das heißt, ich sage einfach mal 45 Minuten. Viel mehr möchte ich ihm jetzt auch nicht zumuten. Den Bari, den haben wir als Testspieler da. Der darf 90 Minuten spielen. Goujon wird nächste Partie spielen. Das heißt, wie viel? 7 Tage haben wir noch Zeit. Der darf gerne die volle Spielzeit spielen. Sudan auch. Chachua immer. Epayi immer. Die beiden spielen in der Jugend. Dann passt das. Gut. Schauen wir mal, ich hoffe, dass Rüff sich nicht gleich wieder verletzt. Das ist ja ein Spieler, von dem ich mir eigentlich gedacht hätte, dass der sich in die Stammelf kämpfen wird. Und den tun wir von der Auswahlliste. Dass der sich so lange verletzt, ist natürlich bitter. So, für die U19 verfügbar machen wir die beiden auch noch. Ich weiß nicht, was sinnvoller ist, ob die bei der Reserve ein Freundschaftsspiel spielen oder in der U19 ein Pflichtspiel. Ich nehme mal an, dass das Pflichtspiel in der U19 besser ist bei jungen Spielern. Generell wäre eine Überlegung, wenn wir beim Verein bleiben, dass wir im nächsten Jahr wirklich schauen, dass wir die Reserve komplett runterkürzen. Also alles, was Potenzial hat, entweder verleihen oder ja, gleich in die erste Mannschaft bringen und alles andere einfach wegtun. Oder eben in der U19 lassen. Jo. Gut, Traoré steckt wieder voll ins Training ein. 6 Tage hat er noch Zeit. Halen wird verletzt sein. Ja, Spezialist, Ausfall 2 bis 3 Wochen.
Der ist auch jetzt so und so gesperrt. Ja. Aber schade natürlich, dass der danach dann uns auch noch fehlen wird. Den scouten wir mal voll. Jetzt spielt die U19. Schauen wir mal, wie es da so aussieht. Wie sich unsere jungen Talente so machen. Jugendarbeit haben wir ja eine wirklich gute, also. Ja, U19 sieht man auch da relativ stark. Wir sind auf Platz 2. Das heißt, wir haben Mannschaften wie Nizza, Lyon, Saint-Étienne, Marseille und so weiter hinter uns. Das ist halt schon ziemlich beeindruckend. Epayi wieder bester Spieler. Also der entwickelt sich momentan schon richtig gut. Gerade in der Saison große Schritte nach vor. Für die Reserve 6 Spiele, 8 Tore. Für die U19 2 Spiele, 3 Tore. Leihvertrag möglich haben wir eh schon. Ich möchte nur schauen, ob ich ihn auch wirklich loswerden würde. Die monatliche Gebühr tue ich mal weg. 10.000 sind ein bisschen krass. Da können sie ihn kaufen auch und das Geld. Und der Cissé Innenverteidiger, der ist erst 15. Zielstrebigkeit 6, okay, mit dem müssen wir auf jeden Fall arbeiten. Die Frage ist, wer sollte das machen? Kané kann ich fragen, der hat eine Zielstrebigkeit von 15. Und das passt natürlich auch ganz gut, weil der kann auch Innenverteidiger und defensives Mittelfeld spielen. Jetzt hoffe ich, dass ich das Richtige angeklickt habe. Ich habe gerade ehrlich gesagt nicht geschaut, ob ich jetzt. Es gibt ja zwei Auswahlmöglichkeiten. Die eine besagt, dass ihr quasi dem die bevorzugte Spielerrolle weitergebt und die andere besagt quasi Fähigkeiten, sowas wie mentale Fähigkeiten wie Zielstrebigkeit. Und das wollte ich ihm eigentlich mitgeben. Ich hoffe, dass das jetzt trotzdem das Richtige war. Aber ja, wir werden in Kürze erfahren, ob das was bringt in den nächsten Wochen. Und dann werden wir eh sehen. Hat den Ehrgeiz an der Ligue 1 teilzunehmen, um zu gewinnen. Aha. Ja, eh gut, wenn er so einen Ehrgeiz hat. Also, den sollten wir schon langsam wirklich auch an die erste Mannschaft ranbringen. Das ist natürlich mit unserem Sturm nicht gerade einfach an Park, an Evans und an Schlauffer vorbeizukommen. Felipe Augusto, den scouten wir auch. Und ein Spieler, von dem wir uns im Winter dann wahrscheinlich trennen werden, ist Riyad Nuri. Dessen Vertrag läuft dann eh im Sommer aus. Wenn ich den jetzt anbiete, wird er sicherlich mit mir reden wollen. Nee, gar nicht mal. Und das erste Angebot, 75.000 von Sochaux, nehme ich mal an. 6.500 die Woche zu sparen, wäre nämlich ganz wichtig. Ist natürlich ein Spieler, der viel für unseren Verein getan hat. Wenn man ihn sich kurz noch anschaut, also 96 Spiele ist schon ordentlich. Aber er ist halt schon 33, dafür ist er mir einfach zu teuer. Und er hat jetzt, ja, glaube ich, bald mal den Zeitpunkt erreicht, wo er auch körperlich abbauen wird. Und er hat natürlich auch mit seiner Position jetzt nicht wirklich viele Chancen bei uns zu spielen in der derzeitigen Taktik. Brauchen keine Flügelspieler. Und ja, Bettinelli verletzt. Oh, ausgekugelte Schulter. Auch da nehmen wir den Spezialisten. Das tut natürlich gewaltig weh. Der hat natürlich auch gepatzt die letzten Spiele. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber nichtsdestotrotz ist das ein hervorragender Torhüter. Und dessen Ausfall tut auf jeden Fall weh. Aber das ist natürlich auch die Chance für unseren jungen Torhüter. Schauen wir mal kurz, wer das ist. Ich würde sagen, den laden wir gleich zum Probetraining ein. Junge Brasilianer nehme ich immer. Ja, das wäre natürlich auch die Chance für Sudan, unseren 20-jährigen Torhüter. 6 Spiele hat er schon bestritten im letzten Spiel. In der letzten Saison war er auch schon ganz ordentlich. Wo er Probleme hat, ist die Strafraumkontrolle. Ganz massives Problem sogar. Schaut es mit Bettinelli aus, der Zielstrebigkeit 18. Schauen wir mal, ob der Tutor sein kann. Gibt keine geeigneten Spieler zum Anleiten. Hat Sudan einen Tutor? Achso, er ist verletzt. Gut, das ist natürlich klar. Ja, geht Sudan in die, ja, in die erste Mannschaft ins Tor und in der Reserve haben wir niemanden mehr. Solako habe ich ja auch abgegeben.
Gut, das ist jetzt natürlich super. Mit der Reserve keinen Torhüter, also muss ich einen U19-Keeper mitnehmen. Das wird in dem Fall Marco Vuko werden. Hat nicht sonderlich viel Potenzial, ich setze ihn halt auf die Bank. Also Bettinelli, wie lange haben wir da gesagt? Wird der ausfallen? Was waren das jetzt? Ich sehe das da gerade nirgends. 8 bis 9 Wochen. Jetzt ist halt die Frage, ob ich nicht vielleicht noch bei unserem Partnerverein schauen sollte, ob ich da jemanden ausleihen kann. Weiß noch nicht genau. Ich schau mal auf Monaco. Also Monaco und Marseille kommen in Frage. Erste Mannschaft. Da brauchen wir, glaube ich, nicht schauen. Nee, da wollte ich hin. So, verklickt. Gut. Da haben es auch junge Torhüter, die wirklich Potenzial haben. Der zum Beispiel. Schaut richtig vielversprechend aus. Transferangebot, Leihangebot. Okay, die dürfen nicht außerhalb der Transferphase leihen. Wir dürfen, so wie die Regeln besagen, schauen wir nochmal rein. Wir dürfen beim Transferfenster Joker-Transferperiode ein Spieler aus irgendeinem französischen Verein darf gekauft werden. Und es gibt auch noch nur Transfers als Ersatz für Verletzte. Das heißt, wir können durchaus noch rekrutieren. Rekrutieren. Ja, stimmt schon. Jetzt ist die Frage, was die Spielermeldung angeht. Bis 1. Februar können die nur gemeldet werden. Von 1. Juli 2018 bis 1. Februar 2019. Okay, die können also durchgehend gemeldet werden. Jetzt ist die Frage, wenn ich wen ablösefrei verpflichte. Ich gehe mal auf Position. Torwart. Vertragsstatus abgelaufen. Und dann gehen wir auf die Bewertung. Da sehen wir einige. Da haben wir einen 20-jährigen Torhüter. Der ist nur 1,80 groß, aber an und für sich nicht schlecht, kommt von Marseille. Da haben wir auch einen von Marseille, der ist auch 1,82, das ist mir auch ein bisschen zu klein. Zimmermann, der Schweizer vom FC Basel. 1,93. Die Frage ist halt wirklich, wann würde der jetzt kommen? Ich gehe da jetzt nochmal auf ihn selbst. Oder wir gehen auf eine erfahrene Lösung. Als Ersatzkeeper würde ich ihn natürlich genial finden zum Ende seiner Karriere. Die Frage ist, ob der sich auf die Bank setzen würde. Das müssen wir ausprobieren. Ich möchte jetzt einfach, Poulain ist auch ein sehr erfahrener Mann, auch ein Bundesliga-erfahrener Mann, Deutsche Bundesliga Freiburg und in der Ligue 1 gespielt, Franzose, der Ergänzungsspieler sogar wäre. Freigabeklausel für Mitarbeiterrolle? Nee. Spieler. Ich kann dem Spieler und Torwarttrainer zum Beispiel geben oder sowas in der Art. Aber jetzt schauen wir mal. Ergänzungsspieler, wie teuer der. Das können wir auch ausschließen. Wie teuer der werden würde. 2,5 oder so würde ich okay finden. Bei 5 die Woche. Jetzt schauen wir mal, wie es mit dem restlichen Gehalt ist. Damit würde er sich da unten einordnen. Also damit kann ich leben. Bailey wäre ähnlich. Auch Ergänzung. Ich probiere es mal mit 2,1 die Woche. 2,3. Zwei, 5. Also Bailey wird nicht klappen. Ja. Dann gehen wir den französischen Weg mit Poulain. Schauen wir mal. Wissa. So, da sind wieder einige zu scouten. Beziehungsweise haben wir die schon gescoutet zum Teil. Und Nuri bestätigt den Wechsel, wird am 2. Januar vollzogen. Das heißt, wir kriegen auch noch Geld. Sein Vertrag wäre ausgelaufen.
Sind zwar nur 75.000, aber hey, finde ich ganz gut. Guter Deal. Und Sudan ist sofort da, wenn ich das jetzt richtig sehe. Da steht nicht, dass es irgendwie später vollzogen wird. Dauer 17.10. bis 30.06. Sehr schön. Das heißt, selbst wenn ich ihn jetzt aber registrieren kann, werde ich ihn nicht unbedingt gleich in der nächsten Partie aufstellen. Wenn wir ihn überhaupt registrieren können, schauen wir mal. Poulain dann in der nächsten Partie 90 Minuten, ja. Fratsch, den können wir mal wieder für die Reserve spielen lassen, damit er Spielpraxis kriegt. Traoré können wir eigentlich wieder in die erste tun. Und sonst würde ich sagen, passt das. Versuchen wir wirklich die Spieler eher in der B11 einzusetzen. So. Poulain. Sehr gut. Haben wir einen nicht schlechten Reservekeeper. Von der Stärke her ist er gleich gut wie Soudan. Zumindest eingeschätzt. Der könnte ganz guter Tutor sein für ihn. Könnte ich mir gut vorstellen. Und da ihm eben die Spielpraxis fehlt, bleibt er mal auf der Bank. Ruf rückt nach. Dann haben wir Goujon, Widmann und Park. Und dann schauen wir, wie es uns gegen Straßburg geht. So, das Probetraining von Bari ist beendet. Naja, seine Vergangenheit von den Vereinen her liest sich beeindruckend, aber das ändert halt leider auch nichts. Gut, dann legen wir los. Fit sind alle, Spielpraxis haben eigentlich auch alle. Ich hoffe, es geht gut. Letzte Partie war doch ein bisschen deprimierend. Fitness-Test, Rüff kann 45 Minuten spielen. Das heißt, ich nehme ihn mal mit, hoffe einfach, dass sich niemand verletzt. Basile Kerr. Ich lasse ihn in der Partie aber trotzdem Ball erobern spielen, weil er es einfach noch besser gewohnt ist. Ein Spieler braucht eine Rückennummer und zwar ist es Poulain, der die 12 kriegt. Gute Tormann-Nummer, finde ich. Haben einen wirklich erfahrenen Mann geholt. Sicherlich keine schlechte Idee. Der wird Sudan weiterhelfen. Und dann spielen wir in den wunderschönen weißen Trikots von Fußballwelt.at designt. Das hat nicht jeder. So, und den zurückgezogenen Spielmacher werden wir ordentlich attackieren. Dann legen wir los. Schauen wir, wie es läuft. Ich bin gespannt. Traoré habe ich vergessen reinzutun. Aber das passt eh. Der war doch verletzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es tut schon weh, wenn man einen Keeper wie Bettinelli hat, der dann nicht da ist. Der strahlt einfach eine gewisse Sicherheit aus, auch wenn er bei den Toren in letzter Zeit nicht gut ausgesehen hat. Jetzt sind wir so extrem ersatzgeschwächt. Schlaufer macht das gut, Basile Kerr nimmt den Ball gut mit, aber braucht dann zu lange. Jetzt mal Chance Evans in die Mauer. Schöne Seitenwechsel. Free Cash. Ja, kein schlechter Versuch, aber auch nicht wirklich gefährlich. Wir kommen jetzt ein bisschen besser in die Partie. Lopez mit der Flanke. Evans ist wieder so weit weg. Ich habe vergessen, die Standards einzustellen. Wofür notiere ich mir eigentlich solche Sachen? Nächste gefährliche Freistoßposition. Es ist fast für. Also, ich mag solche Positionen eigentlich gar nicht so gern, weil es fast zu nahe ist für einen direkten Versuch. Ein bisschen weiter weg ist gar nicht schlecht.
Also die werden, die faulen hier auf jeden Fall ordentlich. Hallo? Okay. Also für Evans ist das heute ein besseres Freistoßtraining, die Partie. Anscheinend. Szilard, schöne Balleroberung, Schloffer, Lopez, Basilekin. Wow, das war schön gespielt. Und Pierre Charles kommt hier nicht zum Flanken. Also so verlieren wir ziemlich viele Bälle. Fast immer das gleiche Spiel da. So da ohne Probleme. Ah, ich bin nervös. Ja. Einer der großen Schwächen ist das Herauslaufen, also die Strafraumbeherrschung, nicht das Herauslaufen selbst. Aber so, also wenn ich jetzt so an unseren Ersatztorhüter, an den neuen denke, an Poulin, so seine Karriere ausklingen zu lassen auf Korsika. Beim Verein noch gemütlich ein bisschen den Jungen helfen, hin und wieder mal einspringen. Ist doch ein ziemlich geiles Ende für eine Karriere sein. Ja, Straßburg ist schon stark. Jetzt werden sie wieder gefährlicher. Die sind halt erst abgestiegen. Die haben sicherlich einen ziemlich starken Kader. Da können wir natürlich nicht mithalten. Der war stark. Oh, gerade noch vor Evans geklärt. Die Hereingabe war auch richtig stark. Lopez mit der Ecke. Evans mit der Chance. Del Fabbro. Szilard. Ja. Was macht er jetzt? Also sie setzen uns früh unter Druck. Relativ aggressiv. Wir kommen nicht so hundertprozentig zum Abschluss. Kann man zwar immer wieder gefährlich vors Tor, aber wirklich was draus machen können wir nicht. Sowas tut weh natürlich. Gegner ist mal wieder verletzt. Pferdekuss spielt aber weiter. Basilekön, schöne Balleroberung, aber Pass war weniger erfolgreich. Schön von Schloffer. Schlecht von Schloffer. Die Chance. Uff, nicht schlecht. Millimeter drüber. Laut Text zumindest. Nächstes Foul. Jetzt gibt es mal die gelbe, nehme ich an. Und wieder mal die Chance für Evans. Einmal mehr. Ja, einmal mehr. Vergeben. Also keine einfache Partie. Bin bislang zufrieden, macht weiter so. Ist ja auch okay, das zu sagen, glaube ich. Ich werde Goujon bringen statt Basilekin, wobei der hat sogar die beste Note von unseren drei Zentralen. Aber er hat halt einfach Klasse, die ich jetzt eigentlich echt ganz gerne in der Mannschaft hätte.
Was war das? Ball halten habe ich eh nicht drin. Ich weiß nicht, ob ich mal das Tempo vielleicht raufdrehen sollte. Sie ein bisschen direkter spielen. Den habe ich jetzt drin gesehen. Lopez, schöne Balleroberung. Evans mit dem langen Ball auf Schlaufer. Der ist da jetzt am Flügel, aber alleine. Naja. Hätte man wohl besser lösen können. Ja, Sudan ist nicht so sicher. So, Schlaufer ist allein. Lopez und Frikesh, das dauert. Schlaufer macht das nicht schlecht, aber da ist noch einer. An einem kommt er vorbei, aber schade. Evans ist in letzter Zeit irgendwie nur durch Standardsituationen auffällig. Jean, ganz stark. Und jetzt ist wer verletzt. Aber Evans spielt weiter. Free Cash, riskant und der Pass. War wieder gute Konterchance. Wieder durch einen schlechten, durch ein schlechtes Abspiel dahin die Chance. Eieiei. Was soll man dazu sagen? Ja, kann ich Sudan nicht mal vorwerfen. Fehler von Del Fabbro, ganz klar. Del Fabbro muss ich gar nicht aufmuntern. Das mit so einem Tor in Rückstand zu geraten, ist schon sehr bitter. Es werden ein bisschen Parallelen an die letzte Saison wach, wo wir kurzzeitig auch, glaube ich, Dritter waren und dann abgerutscht sind. Hingehen, ja. Ich meine, geht eh raus, aber wenn er ihn annimmt, hat er eine halbe Stunde Zeit zu überlegen, wo er hinflankt. So, wir werden jetzt reagieren. Ich glaube, ich werde David Schlaufer ins offensive Mittelfeld zurückschieben. Als vorgeschobener Spielmacher und wir bringen Park als zweite Spitze. Ich werde Fratsch rausnehmen. Also Park als Knipser. Schlaufer, vorgeschobener Spielmacher. Probieren wir es. Come on. Wieso klärst du so den Ball? Hätte man auch wieder mehr draus machen können. Oh, Schlaufer wird da gelegt, aber war, glaube ich, fair. Park mit der Chance. Evans. Schade. Also mehr Pressing, mehr in die Zweikämpfe gehen. Ist jetzt echt schon, dass wir den Gegner mehr unter Druck setzen können.
Abseits. Vielleicht geht er rein, ne? Sudan macht das gut im 1 gegen 1. Jetzt haben wir wieder Glück. Nochmal Glück. So, ich probiere es jetzt noch kurz. Mit einem werdet kreativer. Park mit der Chance aus der Distanz. Kein schlechter Schuss. So, ich schaue jetzt noch schnell, ob ich noch irgendwelche Alternativen habe. Eigentlich habe ich eh nur Widmann. Hallo? Jetzt ist es gegangen. Also ich bringe noch Widmann statt. Ich mache das jetzt so, das ist eine ganz komische Formation. Stellen wir halt einfach geduldig spielen weg, aber durch die Mitte. Schauen wir mal. Also in der Mitte sollten wir jetzt auf jeden Fall überlegen sein. Und dann haben wir außen noch die Außenverteidiger als Anspielstationen. Ganz stark. 2 Minuten gibt's drauf. Das ist zu wenig. Das reicht uns nicht. Hätten mindestens 10 gebraucht, eher 15. Zweite Niederlage in Folge, so wie es aussieht. Ja, das war's. Gut, sehr bittere Niederlage. Ich meine, gegen Strasbourg, denke ich, kann man verlieren gegen den Aufsteiger. Also gegen den Absteiger, Entschuldigung. Die Art und Weise, wie, ist natürlich extrem ärgerlich. Also wir hatten zwischendurch ganz gute Chancen, Gegner auch. Hatten oft auch Glück, also hätten uns wahrscheinlich auch nicht beschweren können, wenn wir da höher verloren hätten. So ist der Fußball. Mal wieder. Ich sage danke fürs Einschalten. Nächster Part, dann hoffentlich der nächste Sieg, damit es dann gleich wieder bergauf geht und wir uns oben halten können. Also, ich wünsche euch was. Viel Spaß noch auf dem Kanal und bis bald. Ciao.